Hallo Freunde und herzlich willkommen zum zweiten Teil von meinem Shopping Haul. Dann geht's jetzt auch gleich schon weiter. Und zwar habe ich mir noch einen Blazer gekauft. Also das war auch richtig der Schnapper. So sieht er aus von vorne und von hinten. Und der hat, jetzt muss ich erstmal wieder schauen hier, 29,95 Euro gekostet. Dann kommen wir zum nächsten Oberteil. Das ist ein Cardigan, der ist aber etwas länger. Der hat... ...6,95 Euro gekostet. Dann habe ich mir noch ein graues Kleid gekauft. So ein ähnliches habe ich auch schon. Aber dieses hier ist etwas kürzer und hier ist noch so ein bisschen was reingenäht. Das finde ich auch sehr schön. Und das Kleid, das war auch runtergesetzt von 19,95 Euro auf 9,95 Euro. Dann kommen wir jetzt ausnahmsweise mal nicht zu einem Oberteil, sondern zu einer Hose. Und zwar habe ich mir diese hier gekauft und unten ist auch so ein Reißverschluss. Und diese Hose, die hat 19,95 Euro gekostet. Das waren jetzt die Sachen, die ich mir bei New Yorker noch gekauft habe. Jetzt kommen wir zu einer Jacke. Also so eine Sweatshirt-Jacke, die ich mir bei H&M gekauft habe. Die finde ich aber auch richtig gut, weil die nämlich total kuschelig ist. Auch. So sieht die aus. Dann ist hier noch so eine Kapuze dran. Und hier sind auch so zwei Taschen. Und die hat 19,95 Euro gekostet. Dann kommen wir jetzt auch schon zum letzten Teil von meinem Shopping Haul. Und zwar habe ich ja gesagt, dass ich auch bei G-Star noch einkaufen war. Ich kaufe meine Hosen fast immer bei G-Star, weil die, ja okay, sie sind zwar teuer, aber sie halten wirklich lange. Und bei dieser Hose finde ich das gut. Also erstmal zeige ich euch die mal. Die habe ich jetzt auch schon die letzten Wochen angehabt. So. Und ja, hier vorne hat die noch zwei Taschen, so wie hinten auch. Und ich finde das einfach gut. Diese Hose, die ist auch total, das zeige ich euch mal, stretchig oder wie das heißt. Ich weiß es jetzt gerade nicht genau. So, also man kann hier wirklich ziehen und da passiert nichts. Und wie ihr seht, ist das dann auch schon so ein bisschen, ja, stretchig ist ja auch elastisch, sage ich mal. Und dieser Stoff, der ist auch einfach nicht so dick wie bei einer Jeans, aber die hält trotzdem warm irgendwie. Also ich weiß jetzt gerade nicht, wie ich das sagen soll. Mir gefällt das einfach gut, dass sich das nicht wie so eine Jeans anfühlt einfach. Also dieses Beklemmte so ein bisschen, finde ich, hat man in einigen Jeans und das ist eben da nicht so. Deshalb finde ich, ist das auch eins von meinen Lieblingsteilen. Jetzt verrate ich euch noch zum Schluss den Preis von der Hose. Die hat nämlich 99,95 Euro gekostet. Vielleicht wollt ihr auch wissen, was ich insgesamt ausgegeben habe. Also, ich habe das jetzt gerade mal zusammengerechnet. Und insgesamt habe ich 254,40 Euro ausgegeben. Das erscheint jetzt vielleicht dem einen oder anderen ein bisschen teuer, aber wenn man überlegt, dass 100 Euro schon die Hose gekostet hat, finde ich, geht das. Und für die restlichen 154 Euro Oberteile, okay, ihr habt ja gesehen, was ich davon alles gekauft habe. Und naja, Kleidung ist ja jetzt heutzutage auch nicht gerade günstig, also von daher passt das schon alles. Ja. Freunde, das war's mit meinem heutigen Video. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Wenn ja, lasst doch mal einen Daumen nach oben da. Abonniert mich doch auch, damit ihr ab jetzt kein Video mehr von mir verpasst. Und jetzt wünsche ich euch noch einen schönen Tag. Bis denn. Tschüss.